Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Das ist das erste Let's Play auf meinem Kanal. Und ich dachte, wir fangen einfach mal mit diesem Spiel an. Weil es mein Lieblingsspiel fürs SNES war. Und auch immer noch ist. Allgemein mein Lieblingsspiel. Und ja, ich bin der Meinung, man sollte es auf jeden Fall kennen. Und da fangen wir am besten auch schon mal an. Also hier haben wir den Hauptcharakter Maxim, Dämonenjäger. Und ja, weiß nicht, soll ich das jetzt vorlesen? Ich denke mal, ich mach's einfach mal. Tia, bist du hier? Sei gegrüßt, Wolf. Wie war die Jagd? Ganz gut. Ich habe 6 Blocks erlebt. Mal sehen. Das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia, es sind 6 Blocks. Das macht genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Wolf. Doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Das stimmt. Es werden von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran das liegt. Ja, wie man sieht, wir sind sehr, sehr leicht zu... also runterzuhandeln. Aber egal. Es ist beängstigend. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn schließlich bin ich Dämonenjäger. Wolf, hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja, wie wäre es mit Ladenbesitzer zum Beispiel? Ich und Ladenbesitzer den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals. Ja, begreif dich, worauf ich hinaus will. Hast du etwas gesagt, ja? Vergiss es, hier sind deine Goldmünzen. Tja, und damit können wir uns dann auch schon frei bewegen. Also, ja. Die gute Tia ist eben Ladenbesitzer. Da kann man auch schon Waffen kaufen, ein wenig Rüstung. Allerdings nichts, was wir gebrauchen können. Denn schon bald bekommen wir eh bessere Ausrüstung. Und ja. Also sprechen tue ich hier mal keinem. Also wirklich, was bringt, tut es eh nicht. Da wir nichts bekommen von den Leuten. Sei gegrüßt, Wolf. Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Ich erwarte dich in der Höhle im Süden. Ja. Und nun wissen wir auch schon, wo wir hin müssen. So, hier haben wir die Höhle der Geheimnisse. Das hat aber gedauert. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Zunächst muss... oh ja, man sieht, sehr altes Spiel, muss doch mit SZ. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Ja, bla 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 bla. Also um es kurz zu fassen, die Viecher bewegen sich nur, wenn ich mich bewege. Und auch nicht immer. Und Kämpfe gibt es nur bei Berührung. Also keine Zufallskämpfer, was ich persönlich sehr gut finde, und ja, die Blobs sind auch nicht sonderlich stark. Also ja, 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 das kennen wir alles, also ich lese doch nicht alles vor. Wenn ihr den Text wissen, also kennenlernen möchtet, dann könnt ihr ja auf Pause machen. Achso ja, die Items. Die Items sind wirklich... ganz witzig, die zeige ich auch gleich einmal. Also hier haben wir das Ringmenü. Da kriegen wir nachher noch nützliche Items zu. So, R gedrückt halten, dann können wir uns auch drehen, ohne einen Schritt zu machen. Die Monster bewegen sich da nicht. Und mit Y, wie er schon gesagt hat. Und dann gibt es auch keine Kämpfe, wenn wir es berühren. Aber um ein wenig zu leveln, hauen wir einfach mal drauf. Und nächster Raum. Ja, Schalter berühren, also berühren, ja, berühren ist blöd formuliert, betätigen, auch wenn er auf der anderen Seite ist.
Also das Spiel ist auch mit vielen, vielen kleinen Rätseln aufgebaut. Was ich persönlich ja wirklich sehr toll finde. Wie man sieht, man kann auch Gegenstände schieben, A drücken und in die Richtung laufen. Und ja, Schalter bleibt, also die Tür bleibt auch nicht auf, der Schalter muss dauerhaft betätigt werden. Dafür ist das ganz praktisch. Wenn man es jetzt einmal verkacken sollte, kriegt man nachher auch noch den Zauber Ursprung. Also den kriegen wir besser gesagt jetzt. Hier mal den Ursprungszauber, wenn wir jetzt mal, wenn wir uns jetzt mal vertun sollten, dann setzen wir ihn einfach ein und es ist alles wieder so, wie es ist. Da wir ja die Gegenstände auch nicht wieder ziehen können, wie er gerade sagte. Monster rücken auch wieder an ihre vorherige Position, verbraucht keine MP. Also alles hübsch und gut und schön. Ja, und das finden wir auch im Ringmenü. Und hier können wir auch Büsche und sowas wegschlagen. Ich zeig am besten gleich einmal den Zauber. So. Alles, die ihr habt. So ist das Schwert. So und so. Ja, also man kann ja auch runterspringen. Wirklich nützlich. Hier hinter können sich auch manchmal Türen verbergen. Nur eben hier nicht. Das weiß ich mittlerweile schon. Es gibt ja auch Geheimwege an den Wänden. Hier allerdings noch nicht. Da haben wir also eine ganz nette Monster. Übrigens gibt es auch Türen, die sich nur öffnen, wenn alle Monster besiegt sind, wie er gerade schon sagte. Und die Monster von der Seite oder von hinten anzurennen, hat auch den Vorteil, dass man den ersten Schlag haben könnte. Wie eben gerade. Außer bei Monstern wie Blobs, wo es kein Vorne und Hinten gibt. Da geht das eben nicht. Und achso ja, im Kampf, es gibt drei Leisten. KP, MP, ZP, Kraftpunkte, Magiepunkte und Zornpunkte. Die Zornpunkte füllen sich auf mit dem Schaden, den wir kriegen. Und können nachher für Fähigkeiten verwendet werden, die auf verschiedene Waffen sind. Ja, mit dem B-Knopf schwingen wir unser Schwert. Und so. Können es wegmetzeln. Da haben wir zum Beispiel einen Schalter versteckt. Genau. Das wissen wir schon. Das habe ich meinen Zuschauern schon erklärt. Genau, so, dann geht die Tür auf. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Ja. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Und da haben wir auch schon wieder die Blobs. Die sind auch jedes Mal wieder da, wenn wir den Raum verlassen oder wieder neu betreten. Und ja, das wär's dann soweit eigentlich. Aber im Vorfeld sollte ich schon mal sagen, ich werde die Parts wahrscheinlich in 15 Minuten cutten. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, je nachdem, wie es gerade passt. Und ja, achso, wir gehen als erstes erstmal in den Zaubershop. Denn wir bräuchten... Ach, wir haben nicht genug Goldmünzen. Okay, dann stark, das wäre nicht schlecht, wenn wir das hätten, denn damit können wir uns heilen. Aber okay. Schlafen brauchen wir auch nicht. Also ein Inn, da kann man dann eben schlafen in verschiedenen Städten. Hier allerdings überflüssig. Da wir bei der guten Taya ruhen können.
Und jetzt lädt sie uns zum Abendessen ein. Ich kann nichts mehr machen. Außer A drücken. Ach ja, was für einfache Animationen. Und doch damals wirklich ein Wunder der Technik. Eine Fischpastete aus einem Reiheraal. Genau, der Stinkefisch. Ja, der Fisch scheint anscheinend nicht zu schmecken. Ja, und die schmeckt sogar so ekelhaft, dass sie sich erbrechen möchte. Ja, genau. Damals konnte man sich schon eine Pizza bestellen. Hm. Ich frag mich, wie man die Bestellung aufgegeben hat. Also wenn sie einen Brief geschickt haben, dann hat es bestimmt ein paar Tage gedauert, bis die Pizza dann auch ankam. Genau, jetzt komme ich mit der Idee, einfach mal zu würzen. Ja, jeder gute Koch weiß eigentlich von vornherein, dass man würzen sollte. Na, jetzt gibt es noch eine Tasse Tee. Ach, die Musik ist auch immer so schön gewählt. Immer so passend. Also wie gesagt, wenn ihr lesen möchtet, dann könnt ihr das Video gern pausieren. Denn vorlesen möchte ich nicht alles. Die Dialoge hier sind einfach wirklich wahnsinnig lang teilweise. Und ja, dann würde ich das Let's Play wirklich ewig gehen. Ja, natürlich, alle sind sie überfragt. Keiner weiß, was man tun könnte. Also machen wir uns einfach mal auf den Weg. So, ich erkläre aber vorher noch das Speichern in dem Spiel. Also hat man hier netterweise eine Kirche, wo man sich auch beleben und heilen kann. Und da kann man dann so speichern. Es gibt vier Speicherplätze. Das war es eigentlich auch schon, was es zum Speichern zu sagen gab. Ja, dann gehen wir mal los. Achso, ja, was ich vergessen habe zu sagen, auf der Weltkarte gibt es Zufallskämpfe. Mit den unterschiedlichsten Monstern. Mal ein Block, mal zwei. Also eben typische Zufallskämpfe. Da haben wir einen Höhlenwächter. Eine junge Frau. Dann kommt jetzt der Ritter in strahlender Rüstung, um sie zu retten. Nachdem er diese Ecke geklatscht hat. So, da oben kommen wir noch nicht durch. Also gehen wir als erstes hier entlang. So, ich habe das Kampfmenü noch nicht erklärt.
Was machen wir gleich? So, also hier zum Beispiel ein versteckter Durchgang. Das Kampfmenü. Also hier haben wir Flüchten. Gute Frage. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ach genau, das ist, wenn man in einen Hinterhalt, gerät, dann ist die Gruppenaufstellung anders, die falschen Charaktere stehen vorn und da kann man eben die Reihen wechseln. Da haben wir hier das Kampfmenü, da haben wir Gegenstände, Verteidigen, hier haben wir dann die Zornattacken, unser Obstmesser kann noch nicht, der Leinmantel kann nicht, zaubern, wir können nur den Ursprungszauber, der im Kampf nichts bringt. Ja, und eben normal angreifen. So, da haben wir jetzt 7 Erfahrung erhalten, 10 Goldmünzen. Zum nächsten Level noch 5 Erfahrungspunkte. 170 Goldmünzen haben wir. Das ist eigentlich alles, was es da zu erzählen gibt. Hier haben wir auch wieder ein kleines Rätsel. Eigentlich nicht schwierig. Also, ich nehme auch immer gleich die kürzesten Wege. So, Level 3. Und sorge auch dafür, dass alles eingesammelt wird. Wie zum Beispiel hier jetzt. Hier müssen wir eigentlich noch gar nicht lang. Dann hätte nach oben gemusst, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Aber wenn ich schlage, kann es auch andersrum gehen. Das ist alles gar kein Problem. Ja, dann können wir jetzt schon gegen Motten kämpfen. Also die Gegnervielfalt hier ist auch sehr, sehr groß. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Gegner, die kann man eigentlich, ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel es sind, aber auf jeden Fall schon einige. So, hier die Treppe runter. Genau, hier brauchen wir nachher erst den Enterhaken, beziehungsweise die Kette, um da weiterzukommen. Ja, weiß nicht, ich sollte schon verraten, was es da gibt. Also ich sag mal so, da findet man ein Drachenei. Aber wofür die gut sind, das verrate ich euch doch erst später. Ja, wir müssten gleich einen Heiltrank nehmen. Denn sterben möchte ich ungern. Also Kraftwasser nennt sich das hier. Ich spreche zu wenig. Kann das sein? Ich würde mal sagen ja. Ich habe doch den falschen Weg genommen, egal. Nein, doch nicht. Hier müssen wir nachher erst. Ach, Gott. Ach ja. Ich und meine super Orientierung. Ja, euch lassen wir jetzt mal. Dann sind wir doch erst da lang. Genau. Hier wieder unser tolles kleines Schieberätsel. Das Monsterchen weg. Ja, ich erzähle zu wenig. Dann fange ich mal an mit, wie lade ich die Videos hoch. Also nachdem ich das hier nur aus Hobby mache, immer mal so nebenbei, um auch dabei eventuell andere zu unterhalten, ihnen Spiele näher zu bringen, die mir persönlich gefallen, denke ich mal, lade ich das
vielleicht einmal die Woche hoch, vielleicht zweimal, also je nachdem ich Lust habe. Aber nachdem ich auch noch mitten in einer Ausbildung bin, habe ich auch nicht allzu viel Zeit, zu viele Videos aufzunehmen. Daher wird es sich in Grenzen halten. Und ich sehe gerade, wir sind schon bei 21 Minuten etwa. Ja, wir machen einfach heute mal eine Doppelfolge daraus. Daher, also da das ja auch die erste Folge ist, kann die ruhig etwas länger werden. Genau. So. Ja, super Philipp. Genau. Da haben wir zum Beispiel eine schöne Kiste und ich habe vergessen, mich aufzufüllen. Was wir gleich mal machen. Da diese kleinen Lederpiepse auch gern mal Verstärkung rufen. Aber ebenso oft auch flüchten. So, mal sehen, ob wir ihn diesmal hinkriegen. Da haben wir einen, ja. Und Verstärkung, die flüchtet natürlich. Genauso wie es sein muss. Dann können wir hier runter. Da haben wir hier jetzt unsere erste Spinne. Eine ganz tolle Kreuzspinne. Müssen wir jetzt noch hier lang und können da noch runter. Da holen wir uns eine wunderschöne Lederweste. Gleich nicht mehr ganz so arg verwundbar und einen Zauberkrug, der uns die Magie auffüllt. So. Und ich mache das einfach gleich mal mit optimal, geht am schnellsten. So, ich erkläre euch am besten gleich noch einmal das Menü. Also hier haben wir die Tasche, wo sich alles drin befindet. Die Zauber, die wir können. Die Rüstung, die wir anlegen können. Hier Kapsel. Da kriegen wir noch ein putziges Kapselmonster, also mehrere. Ich glaube 7 an der Zahl. Hier können wir den Status sehen. Punkte auf 100%. Hier können wir die Gruppe anordnen. Ach, die Textgeschwindigkeit. Ja, das lassen wir am besten so. Und die Schlüssel-Items. Nein. Wir müssen hier lang. So. Das ist üblich, wenn man kurz vor einem Endgegner ist. Also Heilfeld, Magiefeld und zum Speichern. So, wir sind jetzt schon bei 21 Minuten im Spiel, okay. Stimmt ja, meine Audiospur hat schon etwas früher angefangen. Da ich das auch ziemlich verkackt habe, die ersten 4-5 Anfänge. Ja, da haben wir auch schon den ersten Kampf. Die Lederweste kann auch noch nicht. Und ja, das ist eigentlich so ein Atemkampf. Nachher werden... Jetzt versagt meine Stimme. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber nachher werden die Kämpfe schon viel anspruchsvoller. Mit Teilen, Magie richtig einsetzen. Und. Also, und wenn man sterben sollte, dann beginnt man eben beim letzten Speicherpunkt, was ich aber nicht vorhabe. Also töten wir den Gegner hier einfach mal.
Auch wenn das einige Zornpunkte kosten könnte. Zornpunkte? Nein, nein, nein. Kraftwasser. Noch eine schöne Musik. Allgemein, die Soundtracks aus Zufia gefallen mir wirklich sehr gut. Also von vielen Spielen her, mein Lieblings-Soundtrack kann auch Pokémon nicht schlagen. So, da haben wir den Schlüssel fürs Nordtor, was ja verriegelt war. Ja, wie konnte er das machen? Genau. Welche Gedanken sich ein Monsterjäger macht. Also ein Dämonjäger. So, dann wird es Zeit, unser Schicksal zu erfahren. Ja, natürlich wollen wir den Grund wissen. Ja, in die Zukunft sehen. Genau das kannst du. Wer bist du? Also ich denke, wenn du meinen Namen kennst, dürfte ich doch wissen, wer du bist. Also fände ich nur fair. Ja, natürlich. Wer hat die denn nicht gesehen? Warum? Ja, ich, der stärkste aller Menschen. Oh, jetzt stellen wir aber unser Licht unter den Scheffel. Genau. Und die anderen, die werden wir auch noch finden. Mein persönlicher Favorit ist dabei ja ein Blauschopf, den wir auch schon recht bald finden werden. Also da seid auf jeden Fall gespannt. Ja, bringt sie. Ja, hast du. Dann treten wir die Reise doch an. Und ich würde sagen, am besten nach Karika gleich. Ja, hallo Iris. Ein meiner Meinung nach schöner Name. So, dann wäre das geschafft. Auffüllen. Speichern. Und weiter geht's. Wieder zurück. Aber ohne Witz, ich habe das Spiel schon so oft, so verdammt oft durchgespielt. Aber ich vergesse das immer wieder. Und jetzt habe ich gerade eine SMS bekommen. Natürlich, mitten in der Aufnahme. Sehr professionell. Jetzt können wir schon die Monster One, also Pilze One hitten. So, dann gehen wir jetzt noch einmal schnell nach hier oben, wo wir auch wieder ein kleines Rätsel haben. Nachdem wir natürlich die Monster besiegt haben. Und ich glaube, dann kriegen wir auch schon gleich unser erstes Kapselmonster.
Also war mir so, dass das nach der Höhle hier gleich war. Da war mir so, dass das nach der Höhle hier gleich war. So, Flucht, ganz praktisch, damit können wir aus Höhlen flüchten. Wenn man sich jetzt mal verlaufen haben sollte. So, mal sehen wir den auch gleich noch. Und sonst stört ihr hier einfach nur. So, der kommt dahin, den nehmen wir mit. Kommt dahin. Der dahin. Dahin. Und ein Lebenssaft. Und dann können wir jetzt von mir ausgehen. Und jetzt habe ich gerade geschlafen und bin in die Echse gerannt. Was auch sonst. Genau, Überraschungsangriff. Und jetzt stehe ich, also würde ich eigentlich eine Reihe weiter hinten stehen. Aber naja, wir sind ja erst noch allein. Schon recht bald werden wir unseren ersten Reisegefährten bekommen. Ah, okay, dann kriegen wir es noch nicht hier nach. So, genau. Jetzt kriegen wir erstmal voll die Panik. Erdbeben und so. Uns könnte ja was auf den Kopf fallen, mitten auf dem Feld, wo nichts weiter ist. Genau, das war enorm. So, dann holen wir uns unseren ersten Zauber. Und zwar stark. Nein, den brauchen wir eigentlich noch nicht. In Shop, nein. Also eigentlich ist mir Quatsch, wenn wir uns hier jetzt was holen. Wir gehen direkt in die Höhle. Nein, das war die falsche Taste. So, nochmal ein neuer Gegner. Ein Moskito. Die Kirche mag ich ja sowas und gar nicht, da sie sich bei einem selbst auffüllen. Oh, das werden wir nachher auch noch. So, da haben wir schon den ersten neuen Gegner bei den Blobs. Ein Bioblob. Obwohl ich ja eher die grünen Bioblob genannt hätte. Also grüne gibt es auch noch. Später. So, wir holen jetzt erst noch ganz fix unseren ersten Reisegefährten. Und dann beenden wir den Part ja auch schon. Und wir sind jetzt auch schon über 30 Minuten hinaus. Wir haben einen Adler. Diesen Biester mag ich überhaupt nicht. Und wir sollten uns heilen. Ja, jetzt wird Zeit, dass wir eine neue Waffe bekommen. Man merkt es.
Nein, den hier. Na komm schon. Also nur fürs Protokoll, diese Frösche hasse ich ja. Man kriegt sie einfach nicht zu fassen. Ja, nur los. Nur noch das Rätsel in diesem Raum. Aufgestuft, ja. Warum bin ich darauf nicht gleich gekommen? Na komm, sechs Stück. So. Und jetzt Rätsel zur Lösung. Der Adler, der Käfer und der Frosch. Und schon hat sich die Tür geöffnet. Jetzt ist uns die MP ausgegangen. Traurig, aber wahr. Das war jetzt blöd. Aber gleich haben wir auch unseren ersten Verbündeten. Dann sind diese Überraschungskämpfe nicht mehr ganz so fatal. Genau. Das war endlich unsere neue Waffe. Ein Krabbeltöter. Sehr effektiv gegen Insekten. Und da steigt der Angriff auch schon gewaltig. Jetzt noch einmal hier lang. Heilen. Dann hätte hier jetzt eigentlich unser Verbündeter sein müssen. Okay, neuer Plan. Wir holen den Verbündeten im nächsten Part. Wir müssen diese Höhle nämlich erst beenden. Also platzieren wir uns ganz schnell in die Höhle. Ach, in die Höhle, in die Stadt und speichern dort. Achso, und auch eine ganz tolle Funktion, das Halten des L-Knopfes. Es wird immer das Kämpfen ausgewählt. Und ich bin jetzt sofort zum Laufen, wir haben nämlich auch nicht mehr allzu viel Zeit. Wir nutzen Flucht. So, dann sind wir auch schon draußen. Da sind wir wieder in Tarika. Kirche. Und dann speichern wir. Und wir sind bei 35 Minuten. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's vom ersten Part. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.